Wir fahren weiter Richtung Südosten. Hier ist eines von zwei Tierheimen von der Tierschutzorganisation POS, wo in Mauritius stationiert ist. Heimatlose Vierbeiner wartet hier auf ein neues Zuhause. Our vision is to be able to help all animals, all dogs and cats. Unsere Vision ist, irgendwann in allen Hunden und Katzen auf Mauritius zu helfen. Im Moment können wir noch nicht alle unterstützen, aber wir arbeiten daran. Es suchen so viele Hunde und Katzen ein neues Zuhause und wir versuchen, das Problem zu lösen und schlussendlich allen Tieren zu helfen. We can actually be able to help all the animals. Rund 60 Hunde und 20 Katzen leben hier. Viele von ihnen sind auf der Strasse oder am Strand ausgesetzt worden. Sie sind am Hungern, gewisse sind krank oder verletzt. Die meisten Hunde retten wir oder andere Leute, die uns dann um Hilfe fragen. Und manchmal werden sie auch einfach vor die Tür gelegt und wir müssen eine Lösung finden, was wir aber meistens auch machen. Der Welpen ist erst gerade 2 Tage alt, die Augen sind immer noch zu. Mit seinen Geschwistern zusammen ist er in einer Schachtel in einem Zuckerrohrfeld ausgesetzt worden. Seine Finder kümmern sich jetzt um die Kleinen und ziehen sie aufziehen. Die 2-jährige Peggy ist vor einem halben Jahr in einem Zuckerrohrfeld gefunden worden, nachdem sie wegen einem Autounfall mehrere Brüche hatte. Jetzt ist sie in der Reha und kommt regelmässig Physiotherapie über. She got a fracture here. Sie hat hier und hier einen Bruch gehabt. Darum müssen wir ihre Muskeln und Gelenke bewegen, damit sie wieder richtig laufen kann. She can walk properly. She's getting better. She's able to put some weight on. Es geht ihr besser, sie kann ihre Beine wieder belasten. She would just. Vorher ist sie immer auf die Seite gefallen und jetzt kann sie wieder draufstehen. Es geht langsam besser. It's getting better, slowly. Die Hündin hat man mit ihren 7 Welpen zusammen auf einem Spitalgelände gefunden und ins Tierheim gebracht. Hier werden sie zuerst geimpft und kastriert, bevor sie dann weiterziehen dürfen. Die Chance, dass die süßen Babys ein Zuhause finden, ist relativ gross. Between the age of Wenn sie 2 bis 3 Monate alt sind, ist die Chance gross, dass sie ein neues Zuhause finden. Für Teenager und Erwachsene ist es etwas schwieriger, adoptiert zu werden. Für Welpen ist es viel einfacher. Darum probieren wir, so viele Welpen wie möglich zu retten. Wir kontrollieren auch die neuen Plätze, um sicher zu sein, dass sie ein schönes Leben haben, so wie sie es verdienen. Ein schönes Leben, the one they deserve. Ja? Bevor die Büsis zur Vermittlung freigegeben werden, kommen sie zuerst in die Katzenquarantäne. Hier bleiben sie durchschnittlich eine Woche und werden gegen Katzenschnupfen geimpft. Dieser Wurf ist etwa 2 Monate alt. Und diese ganz Kleine ist gerade 4 Wochen. Die Jüngsten werden noch geschöppelt. Ja, und weil das Saugen für die 2 Wochen jungen Kitten zum Teil noch schwierig ist, kommt beim Füttern auch die Spritze zum Einsatz. Bevor bei der Hundefütterungszeit ist, geht es zuerst noch auf einen Spaziergang durch die Zuckerrohrfelder. Heute steht Reis mit Bulli auf dem Speisplan. In der Futterküche wird alles vorbereitet und die einen können es kaum erwarten. Zuerst kommen die Jungen an die Reihe und der Appetit ist auch bei ihnen schon ziemlich gross. Die Ausgewachsenen kommen ihre Ration in einem separaten Zwinger über und obwohl auch sie offenbar grossen Hunger haben, läuft alles sehr gesittet und ruhig ab. Sonja Bunje arbeitet seit 7 Jahren ehrenamtlich für POS. Für ihre Schützlinge macht sie alles.
I just enjoy being able to help, knowing that my time. Ich genieße es, dass ich helfen und etwas bewegen kann, dass wir mehr Hunde und Katzen retten können. Ich bin glücklich, wenn sie in ein neues Zuhause gehen können und wenn ich Fotos von ihnen bekomme und ich helfen kann. And I know that I help to make a difference. Eine Hilfe, die von Herzen kommt, von Tierfreunden, die sich für die Ärmsten einsetzen und die unterstützen, wo das Leid am grössten ist. Und so wird Mauritius vielleicht irgendeinisch auch für die notleidenden Tiere ein paradiesischer Ort auf dieser Welt.